Eigentlich absurd, wenn man sich überlegt, dass einer der legendärsten Sneaker aller Zeiten, seinem Erfinder, Tinker Hatfield, fast den Job gekostet hätte. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Off the Shelves, eurem Videoformat von O Sneaker Media, in dem wir einen kleinen Deep Dive in einige der legendärsten Sneaker aller Zeiten wagen. Wo kommen sie her, wer hat sie gemacht und wie ist überhaupt dieser riesige Hype rund um sie entstanden? Mein Name ist Amadeus Thüner, wir stehen vor einem Teil meiner Sneaker-Sammlung und aus dieser habe ich einen ganz speziellen Schuh gepickt, denn nächste Woche ist großer Air Max Day 2024. Also über welchen Schuh lässt es sich besser sprechen als über den allerersten, über den Nike Air Max One. Aber bevor wir darüber sprechen, abonniert auf jeden Fall den Kanal, da verpasst ihr auch kein neues Video mehr. Der Nike Air Max One kam am 26. März 1987 auf die Welt. Dem Ganzen vorausgegangen ist überhaupt erstmal die Technologie der Air Unit. Die war allerdings bis zu dem Zeitpunkt noch versteckt. Erstmals verbaut 1978 im Air Tailwind und dann vielleicht ein wenig bekannter 1982 mit dem Air Force One, wusste man zwar, da ist irgendwo Luft drin, aber man konnte sie nicht sehen. Um das Ganze noch besser aufladen zu können und das Ganze auch marketingtechnischer besser zeigen zu können, hat sich Tinker Hatfield, Designer dieses Schuhs, gedacht, das muss gezeigt werden. Die Air-Bubble muss von den Menschen gesehen werden. Es muss klar gemacht werden, was befindet sich in diesem Schuh und warum ist das so geil? Warum ist er wahrscheinlich sehr bequem? Warum wird man in dem wahrscheinlich extrem gut laufen können? All das muss den Leuten gezeigt werden, denn wir wissen alle, man kann sehr viel über Dinge reden, aber man muss sie auch sehen können. Inspirieren lassen hat sich Tinker Hatfield damals vom Pariser Centre Pompidou, einem Gebäude, wo das Innere nach außen gekehrt ist. Dasselbe wollte er auch mit der Air-Bubble erreichen. Er flog also zurück nach Beaverton in Oregon, stellte das seinen KollegInnen vor und die lachten ihn größtenteils erstmal aus. Außerdem hatten sie technische Bedenken. Was ist, wenn die Airbubble nach außen drückt und platzt? Oder Leute einfach neugierig sind und sie aufschneiden oder aufstechen? Das wollte natürlich niemand. Tinker Hatfield und Mark Parker, späterer CEO von Nike, glaubten aber an dieses Produkt und auch an das Projekt und setzten sich durch. Unter anderem auch was den Colorway anbelangt. Die früheren Laufschuhe waren eher gedeckt. Schwarz, blau oder auch grau mit einem weiß-roten Schuh, einem weißen Mesh in der Toebox und generell einem sehr auffälligen Design, nicht nur aufgrund der sichtbaren Airbubble, war dieser Schuh was komplett Neues. Und der Schuh schlug ein wie eine Bombe. Die LäuferInnen wollten diesen Schuh haben, sie wollten in ihm laufen gehen, sie fanden das Cushioning-System der Airbubble unfassbar spannend, sie fanden diesen Schuh frisch, neu und irgendwo auch wild. Auf jeden Fall war es was anderes. Und Nike kreierte nicht nur eine Kampagne für alle SportlerInnen da draußen, sondern setzte sie auch ein wenig lifestyleiger an. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum dieser Schuh dann auch sehr schnell in der Hip-Hop-Szene oder auch in der Hardcore-Punk-Szene getragen wurde. Und das war auch mein erster Moment, den ich mit dem Schuh hatte. Ich habe ihn auf so viel Hardcore-Punk-Shows gesehen, dass ich irgendwann nicht wirklich wegkam von dieser Silhouette. Welcher Air Max 1 der erste war, den ich mir gekauft habe, das kann ich ehrlicherweise gar nicht mehr genau sagen. So schnell war ich Fan von diesem Modell und habe mir durchaus den einen oder anderen geholt. Aber über all das, was zwischen Patter und Atmos, Para und Huff passiert ist, über das sprechen wir sicherlich in einem anderen Video nochmal. Was sagt ihr? Was sagt ihr über den Air Max 1? Was sagt ihr generell über Air Max? Und freut ihr euch auf den Air Max Day 2024? Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst uns wissen, was ihr vom Air Max 87, vom Air Max 1 und all dem haltet, was Tinker Hatfield hier kreiert hat. Und dann sehen wir uns wieder in einem weiteren Video von Off the Shelves.